Hallo und zurück in Olegs Handelshaus. Ja, und die Zeit rennt uns ein bisschen davon. Wollen wir schauen, was wir hier noch reißen können. So, Oleg, zeig mir mal deine Waren. So, wir verkaufen jetzt den ganzen Mist, oder? Warte mal, man kann doch hier auch anbieten, ne? Dann haben wir schon mal den Mist weg. Außer unser Huf. Unser Hufeisen, ne? Das müssen wir behalten, ne? Aber das hat er gar nicht rein. Das ist ja verrückt. Schaut mal hin. Das Hufeisen ist nicht drin. Oder denke ich das nur? Oder haben wir das schon mal verkauft, unser Hufeisen? So, also gut. So, dann den ganzen Schwerekram. Den braucht ja wirklich kein Mensch. Das weiß ich noch nicht. Können wir mal behalten. So, den anderen Kram. Der kommt jetzt alles weg, oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Was war denn das für eine Schürfaxt? Hoffentlich braucht man nichts, ne? Ich weiß nicht, von den Rüstungen her, die Fellrüstung, wollen wir die mal behalten? Eigentlich passt die perfekt zu unserer Amirien, ne? Aber ja, ich weiß auch nicht. Gut. So, hier haben wir noch einen Zauberstab. Den behalten wir. Was macht man eigentlich die... Achso, dieser... Wir brauchen noch einen irgendwo einen Antiquitätenhändler. Ihr habt das wahrscheinlich schon gesagt. Aber ich produziere ja mega viel vor. Ihr habt ja bestimmt schon gesagt, dass man den noch irgendwann mal bekommt. Genauso wie die Ressourcen auf der Karte, ne? Und jo. So, ich denke, das war alles. Und das ist gar nicht so viel, wie ich gedacht habe. Denn wir brauchen ja noch ein Silberschwert. Richtig? Richtig. Haben wir hier irgendwo ein Silberschwert? Oder Silberpfeile oder sowas. Sonst kommen wir doch nie gegen den Werwolf an, oder? Also vielleicht mit Magie, ne? Also ein Silberschwert wäre schon was Feines. Oder irgendwelche Silberwaffen, ne? Oder hatte die jemand anderes? Oh, das ist ja Wahnsinn, oder? Wie viel haben wir denn jetzt Geld? So, über den Daumen geballt. Bald. Das ist unseres, ne? Boah, das ist fast nix, ne? Fast nix. Ich meine, ich finde es ja immer schön, wenn man wenig Geld hat, ne? Aber das ist schon... Also ich habe jetzt nichts Silbriges gesehen übrigens. Ich glaube, da gibt es nichts. Wir schauen mal bei Bocken nach. Ah, warte mal. Wir schauen noch mal kurz. So. Der ist gut ausgerüstet. Die auch. Die auch. Gut. So, und die bräuchte schwere Heiltränke. Unbedingt schwere Heiltränke. Das Zeugs hier, das interessiert sie so überhaupt nicht. Und die bräuchte halt auch mal ein oder zwei schwere Heiltränke, ne? So, Bocken.
So, und genau, mit ne mittelschwere, genau. Ja, am liebsten wären mir ganz viele. Wie viel kostet denn sowas jetzt hier? Oh, Wahnsinn. Aber ich brauche das. Ich brauche die 5. Ich brauche die 5. Schon traurig, aber wahr. Ja, ich weiß gar nicht, wie wir uns noch ausrüsten sollen, dass wir stärker werden. Ne? Na gut, also die brauchen wir jetzt. Und dann müssen wir schauen, ob wir noch irgendwas, ob wir noch irgendwas brauchen, ne? So, ich schau noch mal. Gehe zu unserer Freundin hier. Und die kriegt auf alle Fälle. Was ist das hier? Ach so, die Magierüstung. Hat glaube ich, auch nicht so viel gebracht. Aber ich weiß halt auch nicht, ne? Das war ein Duell, ach, ein Duellschwert, ja. Das konnte ja von keinem ausgerüstet werden. Ne? Ein anderes Dant. So, ja, das war Bocken, ne? So, dann gehen wir mal zu unserem Jäger hin, hier, oder? Oder war das hier ein Priester? Ne. How may I serve you? Ja, Jod. Es sieht aus wie ein Jäger, ne? Oder so ein Magiejäger vielleicht. Aber ich war doch jetzt beim Tempel des Ilchs. Erzähl mir mal von Of Erastil. course, it would be my pleasure. Erastil is one of the eldest gods of Golarion. His faith emerged when the first people appeared Nee, das upon the haben wir schon. land. Erastil helped our ancestors cultivate the land and hunt. Even now, his blessing lies with those who uphold the old traditions and keep to simpler ways, far from civilization and the noise of the city. I am happy to help. Ja, aber wir schauen noch mal in dieses That's Elchding. why I'm here. Was genau wollt ihr von mir? Find the Temple of the Elk. I've pieced together its location from what I can remember of my visions. I have a rough idea of where to look for the sanctuary, somewhere in the North Nile marshes. However, I don't possess the strength to walk this path myself. Do not reject my plea, good traveler, and I'll repay you as best I can. In these dark times, Aber people rarely help each other without compensation. May Erastil forgive us all. But I am sure my healing abilities will be useful to you. Aber vielleicht sollte man den einfach mitnehmen, oder? Wir haben doch aber jetzt hier noch eine ist doch hier angekommen, ne? Wo ist denn der? Hier nicht. Ja, Amiri, tob dich mal aus. Was ist denn eigentlich, wenn wir hier drinnen mal schlafen? Vielleicht geht dann das Zeugsbums weg. Haben wir das schon mal probiert? Ich weiß, es kostet uns jetzt wieder Zeit, aber ich schlafe jetzt mal hier drin. Ist mir jetzt egal. Vielleicht sind die ja dann wieder fit. Es wäre schön, wisst ihr das? Hier ist niemand mehr hier draußen, ne? Sind wahrscheinlich alle drin. Hier ist die Anoriel Achtauge. Was soll das mit dir machen?
Gar nichts. Okay. Und die spricht ja auch erstmal nicht mit mir, ne? Ja, schon, doch, die ist jetzt wieder eigentlich gut auf uns zu sprechen. Aber von der bekommen wir auch nichts. Lindsay, alles klar? Jo. Hier ist auch alles klar. So, dann gehen wir mal rauf. Wo ist denn dieser Priester hin? Hier sind die zwei. Wo ist denn der Priester? Der an diesem Elchtempel, der wollte doch auch in das Lagerhaus, ne? Hm. Very strange. So, wir gehen erstmal in unsere Truhe und legen dort hinein den Befehl, oder? Den brauchen wir noch nicht mehr, oder? Wie viel? Ach nee, der hat... Der kostet uns keinen... Das ist in Ordnung. Der kostet uns was. So, das kommt hier rein. Ja, wir könnten eigentlich... Ach, da... Wartet mal, wir haben trotzdem noch... Ach, ja, falsch rum. Ja, aber wartet mal, wir können... Also, ihr habt gesagt, die... Die Pelze sind... Und Fälle, die sind uninteressant, das ist richtig. Na komm, wir... Ach, wartet mal hier, Kettenhemd, Arkan. Ja, kommt, wir verkaufen mal den Mist hier noch. Das ist mir jetzt egal. Jetzt verkaufen wir alles. So, und das Bücherzeug, das lassen wir mal hier drin. Genau. Und dann, was haben wir noch für Bücher? Jawohl. Ja, seht ihr, und hier Werwölfe. Und hier steht, erhöht eine silberne Klinge die eigene Überlebenschance beträchtlich. Aber wir haben nirgends eine silberne Klinge. Ist doch traurig, oder? Ich find's ein bisschen traurig. Was ist denn das für ein zerbrochenes Ding? Ach so, Antiquitäten. Ja, ich weiß nicht, die Kiste, die ist sicher. Da könnte man nämlich den ganzen Antiquitätenquatsch hier rein. Dann wird man wieder ein bisschen an... Wisst ihr? Seht ihr das Seil? Aber unser Hufeisen haben wir irgendwie doch... Scheinen wir doch verkauft zu haben, ne? Schade, unser Glückshufeisen. Habe ich das wirklich irgendwo verkauft? Das ist ja traurig. So, ich mache mal den ganzen Antiquitätenkram jetzt hier rein, ne? Und hoffe das Beste. Und da hier das auch mit dem Splitterzeug hier. Das ist doch auch hier, genau, das Antiquitätenzeug. Ich meine, ist jetzt nicht die Welt, aber... Aber, ne? Ihr versteht. Ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Hm. So ein Mist hier. So, gut. So, ich lege mich mal hin. Und dann wird es auch mal gleich gespeichert. Das ist gar nicht so schlecht, obwohl, wie gesagt, wir können ja eh nicht laden, wenn wir gestorben sind. Dann ist es eh aus. Die Maus. Das ist ja das Doofe dran, ne? Und auf der anderen Seite natürlich ist das Spannende dran, ne? So, wo ist dieser blöde Priester? Ein Oleg, du bist wirklich...
Du hast wirklich nichts mehr. Das lassen wir nochmal. So, und dann noch anbieten, ne? Dann haben wir trotzdem ein bisschen was, ne? Ein Silberlöffel, vielleicht können wir dem den Silberlöffel reinhauen. Warum hat hier niemand... Ihr merkt schon, ne? Ich will unbedingt so einen, aber ich finde keinen. So ein Schutzring wäre auch super. Für... Oh, jetzt schaut mal hin, 2000, das kann sich doch niemand leisten. Aber normalerweise für den Schwierigkeitsgrad bräuchten wir das. Ich sag's, wie es ist. Bräuchten das? Dringendst. So, wo ist jetzt dieser Priester? Wo? So, bin ich hier dran vorbeigelaufen oder sind die irgendwo doch hier oben? Nee. Wo ist der Priester? Ist der noch, der da am Tempel des Elchs stand? Sag mal, bin ich blind? Bestimmt, ne? Der hat bestimmt irgendwo gestanden. Der hat doch gesagt, der kommt hier zum Handelshaus. Der ist hier Jod, genau. Der ist ja super. Sag ich hier gar nichts. So, pass auf, dass du mich nicht triffst. Was haben wir hier? Vielleicht steht hier oben noch jemand. Ne. Sieht man die eigentlich verteilt, wenn ich die Karte aufmache? Ach, das sieht man, ne? Hier ist Amiri. Hier ist Valerie. Hier ist Jod. Oleg. Bocken. Ein Hund. Ja, schön. Wirklich hat's allerliebst. So, wie sieht's denn jetzt aus? Dass wir höchstens noch 3 Monate Zeit haben. Wir haben jetzt noch 25 Tage Zeit. Ist nicht die Welt, ne? So. Weiter. Tatuccio, altes Grab erkunden. Das wäre jetzt noch eine Idee. Ein geheimnisvolles Artefakt zu finden, ne? Ihr müsst jetzt mal ein bisschen durch, weil ich muss jetzt mal mir wieder einen Überblick verschaffen bei dem ganzen Chaos. Wenn du halt nicht jeden Tag spielst, ist es natürlich ein Problem, ne? So, den Hirschkönig töten und dann mit Nessel reden. Okay. Ja, okay. Aber den müssen wir halt finden, ne? Es war ein Mann namens David, genau. Albtraum 1, ein Fährmann? Jawohl. Ja, wir müssen ihn finden, alles klar. So, genau, das war das. So, dann, das haben wir ja erledigt, aber dich beweisen haben wir noch nicht. Ach, Amiri will noch ein Monster töten. Wo immer das ist, ne? Ja, zum Beispiel der Troll, ne? Das wäre ja auch so ein Ding. So, die Mondradieschen, die könnten da unten bei den Wichteln sein. Und dieser blöde Tempel, ne? Er hat uns gebeten, ihn zu informieren, falls wir den Tempel finden. Ja, wir haben ihn gefunden. Und da war nichts mehr dort. Warum? Um alles in der Welt. Ah, jetzt bräuchte ich euch, ne? Ihr wüsstet das. Ich habe aber keine Zeit mehr hier. Ah, ihr wüsstet das. Ich weiß, dass ihr das wüsstet.
weiß genau, dass ihr das wüsstet. Wir schauen mal noch eins nach. Vielleicht eventuell bei Oleg noch eine Waffe gibt, die ein bisschen besser ist. Ne? Zum Beispiel der leichte Streitkolben. Ja, aber für wen? Ne? Für wen? Nee, die haben nichts. Hier vielleicht ein Krummsäbel. Ah, können wir uns sowieso nicht lösen. Alles, was ein bisschen besser ist, können wir uns da hier, das hier wäre super, oder? Doppelklingenschwert, aber das können wir uns auch nicht lösen. Nee. Keine Chance. Keine Chance. Ja, denn wir schauen noch mal bei unserem Freund hier. Bocken, zeig noch mal. So, Alchemisten, Schild des Glaubens, Magie, Rüstung, Stab. Das wäre noch mal eine Idee, ne? Und wie viel kostet der hier? 360. Ein Bonus von plus 4 ist natürlich nicht schlecht. 50 Ladungen. Finde ich gut, übrigens. Oder habt ihr schon sowas? Wir sollten noch 2, 3 mittelschwere Tränke mitnehmen. Ne? Was sind das eigentlich hier? Ach, Verursacher. Ja. Naja. Naja. Hier haben wir noch so einen Trank, teilweise Genesung. Ne? Ist auch nicht schlecht, davon abgesehen. Hier haben wir einen davon. Der bannt alle vorübergehenden magischen Effekte. Wie Flüche, außer permanent oder heilt. Außerdem wird er von Erschöpfungseffekten befreit. Die Frage ist, gegen Furcht wirkt der aber nicht, ne? Wir bräuchten eigentlich einen Zauber gegen Furcht, weil das ist echt ein total schlimmer Zauber, finde ich. Ich finde, wisst ihr, dass wir so wegrennen müssen und die uns von sämtlichen Flüchen befreien. Ja, aber schaut mal hin, was der Trank kostet. Einer. Und ich bräuchte es eigentlich für jeden. Ich bräuchte ein... Wow. Oder hat den... Ja, im Grunde hat, glaube ich, eine von denen sowas Ähnliches, aber es funktioniert. Ich werde mal nochmal rausgehen, ob nicht vielleicht jemand schon so einen Stab hat. Man weiß ja manchmal nie, ne? Das ist ein Kampfstab. Achso, hier, ohrenbetäubender Schrei. Was ist du nochmal? Ach ja, den Schneeball. So, du hast nix. Ja, nix. So, wir kaufen mal die magische Rüstung hier.
Ja, es ist jetzt ein bisschen zäh momentan. Und wir kaufen noch ein. Verdammt. Ja, dann haben wir gar nicht viel gewonnen. Wenn wir keinen. Da haben wir wieder keine Silberne, ne? Das ist ja traurig. Das ist ja traurig. Ein bisschen traurig ist das. Nee, geh mal ins Zauberbuch. Achso, ja, bist du. Was hast du jetzt nochmal? Person verkleinern? Leichte Wunden, Glut, Bauch. Na gut. Meinethalben. Ja, die... Aber du brauchst eine Intelligenz, ne? Verdammt und zugenäht. Das ist auch so ein Ding hier. Fürchterliches Lachen. Was ist da nochmal? Verfügbare Zaubernutzung 4-4. Okay. Resistenz. Wir müssen einiges an Resistenzen, ne? Wir brauchen einiges, müssen wir die mit Resistenzen umgeben. Hier auch eine Magierrüstung. Wartet mal, die kann hier noch was. Vielleicht doch die Magierrüstung. Oder den... Ich weiß gar nicht, die sprühenden Farben. Ich bin mir gar nicht sicher hier. Schneeball ist super. Vielleicht noch die Barriere hier. Da haben wir auch ein bisschen Schutz, ne? Dass man hier vielleicht noch das magische Geschoss reinnimmt. Achso, halt so. Und... Das geht gar nicht, oder was? Geht das wirklich nicht? Das ist so rot unterlegt, warum das? Das geht hier nicht, ne? Anscheinend, ne? Das sind hier Zaubertricks. Benommenheit, Resistenz. Warum ist es, wenn das rot unterlegt ist? Bedeutet das? Sie kann es nicht. Warum eigentlich? Sie ist doch eigentlich ganz gut drauf, oder? Sie ist die Waffenschwester, von der ich schon immer geträumt habe. Sagt Lindsay, ne? Wir wollen das mal hier noch verifizieren. So, Schockgriff, zielsicherer Schlag, Magierüstung, ne? Vielleicht sollten wir davor, wirklich vor den Kämpfen, ein bisschen mit damit spielen hier, mit Magierüstung und solchen Zeugsbums. Ansonsten haben wir nämlich nicht die geringste Chance. Drachenblutlinie, okay. So, die haben keine Zauber. Ja, was machen wir mit dem Werwolf? Boah, das sind so Dinge, ne, wo ich sag, boah, sag ich da nur. Jetzt haben wir so lange gebrödelt und gedrödelt, dass eigentlich die Folge schon wieder rum ist, ne? Das wisst ihr hoffentlich. Ja, lass mal die.
Also ich hoffe, dass wir... Ich muss die dort lassen, ne? So, wir nehmen ja alles mit. Aber was ist mit dem Jod und dem Tempel? Aber ich... Oh man, ich weiß es nicht. Den Tempel des Elchs, ne? Irgendwie kriegt man das nicht hin, oder? Soll ich nochmal zurückschauen? Oh Gott. Ah, jetzt schaue ich nochmal zu Jod. Ich weiß. Ja, dann haben wir wirklich die Folge heute rumbekommen. Wir schauen nochmal ein bisschen seine Gesprächsoptionen durch, ne? Aber ich glaube, wir haben schon alles durchgeschaut. How may I serve you? Ach so. Moment. Vier Furchtbann. Ja. Ja. Können wir das lernen? Furchtbann ist super eigentlich. Elektrizität. Feuer widerstehen. Das ist ja blöd, ne? Das sieht man das gar nicht hier. Das muss ich alles hier aufrufen. Gift verzögern. Kälte widerstehen. Hier ist die Schriftrolle Genesung. Ach so, halt, wir haben die ja genossen. Ach, das ist schön. Die sind jetzt wieder... Das habt ihr mir bestimmt geschrieben, ne? Das habt ihr mir hundertprozentig geschrieben. Ah, schön. Jetzt sind die durchschlafen. Geht das Ganze auch, ne? Das ist ja immerhin was. Genau. Das ist auch so ein Ding... Ah, jetzt habe ich natürlich schon alles ausgegeben, ne? So, wir schauen mal... Reinigung. Wir schauen mal... Diamanten? Wir schauen mal was. Bevor wir mehr kaufen noch hier von der Furchtbann. Weil das brauchen wir. Weil das ist, glaube ich, essentielles. Können wir das irgendwie lernen? Nein, wir können es nur benutzen. Aber nicht lernen, ne? Oder war das überhaupt mit Lernen? Ich glaube, ne? Ich hoffe. Wenn ich jetzt ausrüsten... Nee, ausrüsten ist Quatsch, ne? Ausrüsten mache ich es ja hier. Leichte Wunden heilen. Benutzen. Wir haben doch irgendwie auch gelernt. Oh Gott, ich weiß es schon wieder nicht mehr. Wir haben doch irgendwie auch gelernt. Wir nehmen mal... Wie viel sind wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir nehmen mal 6 Schriftrollen mit, wenn es geht. Zehn Minuten lang, ne? Ist ein Wort. Ist echt ein Wort. Aber... Ich weiß eben nicht... How may I serve you? Ich weiß eben nicht... Todesschutz. Puh. Ja, eigentlich bräuchten wir alles, ne? So, wie sieht das Ding aus? Wie so eine Hand, ne? Hier. Furchtbann. Wartet mal, Ziel. Alle Verbündeten innerhalb eines 30-Fuß-Rades zentriert auf Ziel. Alle Verbündeten. Das Ziel geht auf alle Verbündeten innerhalb eines 30-Fuß-Radius.
Dann nehmen wir mal noch zwei mit. Oder machen wir mal nochmal drei. Okay. Ach, machen wir die vier. Was soll's. So, ein Hunderter noch. Gut. Oder auch nicht gut. Ich weiß es nicht. Und wem können wir das geben? Geben wir mal unserem Alchemisten. Okay. So, aber jetzt. Jetzt wirklich. Gehen wir. Ah, so ein Mist, ne? Dass wir keine Silberwaffe haben. Ach so, halt. Heute ist nicht mein bester Tag. Na, ihr merkt schon, ich bin ein bisschen angeschlagen. How may I serve you? Ein bisschen krank auch, ne? Ich brauche die Hilfe eines Klerikers. Welche Dienste bietet ihr an? Erzählt mir. That's why I'm here. Warum wollt ihr diesen Tempel finden? What is there to understand? The gods do not send us visions for no reason. We must go to the temple. Then ich war bei dem Tempel. Odd. Bitte seht euch nochmal um. Wir haben irgendwas dort. My personal presence at the temple. But I'm sure he pointed to this place for a reason. Haben wir dort echt was übersehen? At least for my peace of mind. Ich denke, wir haben dort was übersehen. Tatsächlich. So ein Mist. Wir haben dort hundertprozentig was übersehen. Traurig. Ich sag nur traurig, traurig, traurig. Und wisst ihr, was noch trauriger ist? Dass ich nicht mehr weiß, wo ich war und wo nicht. Und dass wir jetzt einfach nochmal überall hin müssen. Zum Beispiel zum Zwei-Flüsse-Feld. Oh, das wird in 25 Tagen das ganze Gebiet nochmal abarbeiten. Wird schwierig. War noch was an der verlassenen Hütte? Ich glaube nicht. Auf alle Fälle war was am Tempel des Elchs, die alte Eiche, wäre, glaube ich, so das Erste, was wir in Angriff nehmen könnten, ne? Und wir versuchen mal, diesen blöden Troll zu fassen. Hm. 10 Stunden. Versuchen mal ohne größere Zauber auszukommen. Wo ist denn hier jemand? Ah, da. Dann ist hier oben auch einer. Okay. Jo, dann. Valerie geht hier rüber. Amiri geht hier rüber. I am restless. Du schießt. Ich weiß immer nicht. Bei manchen sind eher die Säure-Dinge gut. Komm, wir machen mal Säure. Und I'll cut you. Der kommt hier rauf. Okay. Taviana macht die Säure-Dinger und hier drauf. Und, wen haben wir noch? Ach, Linse. Linse schießt mit hier drauf. I'm not afraid. So. Batsch. Und Batsch. Was jetzt? So, jetzt können wir den ganzen Rest. Wie ist es denn mit
Achso, halt, halt, wir brauchen ja zumindest noch. Mhm. 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 So, tja, und dann gehen wir gleich unten wieder raus, ne? Und weiter geht's. So, und dann versuchen wir uns heute mal an dem Troll. Ey, nee, das nächste Mal. Entschuldigung. Ciao, ciao.